Fundorte von den Tieren, um die es geht, sind eigentlich nicht in der Tiefsee, bis jetzt seltenst. Julia hat sich nämlich was gewünscht. Und zwar den Heringskönig, wie er auf Deutsch auch heißt. Ich finde den Namen geil. Der ist ein Heringskönig. guter Name. Der englische Name ist scheiße. Orfisch. Ja, aber Oh. nicht so OR, nicht so this or that, sondern OAR, Orfisch. Und es ist ein Tier, was nicht gut schmeckt. So, kann man gleich mal vorweg sehen. Sieht gut aus, schmeckt aber nicht gut und hat keine Schuppen, sondern so eine komische wabbelige Oberfläche und zerbricht an Land sehr schnell. Und wir können uns dazu mal ein Video anschauen, erstmal. Natürlich ohne Ton, wie man das so macht. Der gigantische Heringskönig. So sieht er aus, wenn er ein bisschen klein ist. Ich finde, er hat ein bisschen was Punkiges und gleichzeitig was Ja. vom Anglerfisch. So ein Anglerfisch-Punk-Ding. Und jetzt aber auch Seeschlangen eindeutig. Deswegen sind sehr viele, vermutet man, dass sehr viele Seeschlangensichtungen, und da gibt es auch Paper dazu, Verwechslungen mit diesem Fisch sind, was ich persönlich nicht so oft, nicht so richtig glaube. Die leben nämlich gerne in der Tiefsee, schwimmen oft so in der Wasserlinie, also nicht so, sondern so. Das ist da eine Animation eines mittelalterlichen Königs. Und das ist schon viel realistischer. Da kommt das Punkige wieder. Und die leben tatsächlich bis zu 1000 Meter Tiefe. Die haben keine Zähne. Die futtern sich durch Plankton. Das ist Plankton. Das ist der Fisch wieder. Und sie gehören zu den längsten Knochenfischen, die diese Welt zu bieten hat. Und da gibt es gigantische Ausmaße, die größtenteils nicht bestätigt worden sind. Aber vermutet und hochskaliert, denn das ist Guanin, ist der Hauptbestandteil der Haut und des Fisches. Deswegen schmeckt er nicht. Die treiben in der Wassersäule. Und ja, wir werden uns gleich ein Foto angucken, das auch in diesem Video an noch steht. Das ist eine typische Schwimmbewegung von dem Tier. Was kann man noch zu ihm sagen? Es gibt sehr wenig Sichtungen. In den letzten 200 Jahren 250 Sichtungen. Das ist nicht so viel. Also quasi Sichtungen an Tote Tiere. ja. Und es gibt sehr wenige, die lebend gefunden worden sind, so wie diese hier. 450 Meter Tiefe. Das da ist ein Foto von Mitte der 90er Jahre vor Wow. irgendwo Amerika, 8 Meter. Und sie sind die einzigen Fische, genau das Bild, das habe ich auch noch mal als Link, das kommt, ja, das ist ein Wikipedia-Bild im Prinzip. Man sieht auch gleich noch mal die Babys, die kleinen, niedlichen Babys. Da ein Oh. kleines, süßes Babytier. Hat ein bisschen, wenn er jetzt noch so diese flossenartigen Dinger hätte wie dein Isopod, dann wäre es gar nicht so weit weg, ne? Und die glitzern total krass silber. Ja, voll abgefahren schon die aus. Und wie die schwimmen mit. Das ist Ja. mein neuer Lieblingsfisch, glaube ich. Ja, könnte zum Lieblingsfisch werden. Und es gibt auch ein Buch über den, das man sich leider kaufen muss. Ja, Heringskönig und Furzgrundel sind tolle Namen für Fische. Das eine ist ein Süßwasser, das andere ist ein Salzwasserfisch. Der eine pupst, der andere ist König. König. Ja, ja. Segler. Ja, genau. Interessant an diesem Bild sind vielleicht die Sollbruchstellen, die da angedeutet sein könnten. Sind es natürlich nicht, war ein Witz. Aber das, was dieser Phil, der Fisch kann, ist Autotonie oder so ähnlich heißt das. Der wirft freiwillig den Schwanz ab. Ab einer gewissen Größe gibt es, also ab 1,5 Meter oder so, findet man fast keine kompletten Fische mehr, weil die ihren Schwanz abwerfen. Und früher dachte man, dass die von Haien abgebissen seien, die Schwänze, was sich nicht bestätigt hat beim näheren Hinschauen, sondern die können teilweise mehrfach Körperteile abwerfen. Und man weiß nicht so genau, warum die das tun. Das ist ein ziemlich unterforschter Fisch. Und es gibt einen Forscher, der, ich weiß nicht, ob der noch lebt, Robert Taylor oder Taylor Robert,
entweder in die eine oder in die andere Richtung. Auf jeden Fall hat er ein richtig fettes Buch geschrieben, was angeblich voller Rechtschreibfehler ist. Ich hab so ein paar Rezensionen über das Buch gefunden. Ich habe leider das Buch nicht gefunden, aber bin auch ein bisschen froh drüber, weil das sehr, sehr viele Seiten hat, die ich dann hätte lesen müssen, um mich gut zu fühlen. Ich konnte das vermeiden. Und in dem Buch stehen aber ganz, ganz viele interessante Sachen drin. Zu dem Fisch zum Beispiel, dass warte mal, hier, ich habe doch irgendwo, na super, ich habe zu viele Tabs offen. Natürlich habe ich zu viele Tabs offen. Ist ja klar. Warte, wo sind meine Fakten hier? Also zum Beispiel hat er herausgefunden, dass es mindestens zwei Arten gibt von den Fischen, was man mit Genanalyse, aber auch schon optisch herausfinden kann. Individuals reaching. Oh, ich habe gerade was gehört. Macht nichts. Und die einen Heringskönige, die leben tropisch. Die heißen irgendwas R, wofür steht das R noch? Regalecus. Regalecus regali. Nee, Russeli lebt tropisch und die andere Art lebt antitropisch. Ja. Antitropisch haben die es genannt. Antitropisch im Atlantik, im Mittelmeer und im Südpazifik. Zwischen 68 Grad Nord und 51 Süd. Das sind die Glesne. Ich bin so schlecht mit diesen lateinischen Namen. Macht aber nichts. Ich auch. Ich kann das überhaupt nicht aussprechen und so. Ja, sagt ja auch fast keiner so. Wir nehmen das Wort Heringskönig oder auch Riemenfisch. Man kann sie auch Riemenfische nennen, aber Riemenfisch finde ich scheiß Name irgendwie. Ja, Heringskönig, geiler Name. Ja, Heringskönig ist gut, ne? Ja, das hat irgendwie sowas, ein bisschen was Mystisches, ein bisschen was so Märchen, Legenden. Und dann muss ich auch noch an den Rattenkönig denken, aber... Das mit Mystik und Legenden, da greifst du direkt was Schönes auf. Also zum einen wird den Fischen nachgesagt, dass sie einfach super, super lang sind. Das haben wir in dem einen Bild ja auch schon gesehen. Wobei der längste gemessene Fisch ist 8 Meter lang. Das ist der auch auf dem Bild so in etwa. Und es gibt wahrscheinlich wenig Feinde, die haben. Und ja. Glaubst du, es gibt so Tiere, die immer hinterher schwimmen und warten, dass der Schwanz abfällt und dann damit sie den Snack haben? Ja, so ein Schwanz-Snack. Ja, vielleicht verfolgen die Fische auch schon ihr Leben lang, weil man erst ab so 1,5 Meter, die jungen Fischer sind immer komplett und irgendwann haben sie eine Größe erreicht, wo sie sich vielleicht auch nicht mehr wohlfühlen mit ihrem Schwanz. Zum Thema Mystik, da ist ja schon wieder die Seeschlange. Die Fische kommen in Folklore häufig vor. Zum einen als Verwechslung mit Seeschlangen. Darüber gibt es ein Paper, das ich nicht gelesen, aber gefunden habe. Und dann gibt es eine Mythologie, und das ist das, was du mir ja auch genannt hast, dass du gehört hast, dass die angeblich als Tsunami- oder Erdbeben-Warnfische gesehen werden. Und dazu habe ich ein Paper gefunden, das wir uns mal angucken können. Weil diese Mystik, die gibt es schon lange, vor allem vor Japan. Und in dem Paper geht es darum, ob Tiefseefische allgemein, also nicht nur die Heringskönige, vorhersagen könnten oder in Zusammenhang mit Erdbeben stehen, also die Sichtungen an Land, denn die meisten von denen sind an Land gefunden worden und die sind so glibberig, dass die halt sehr schnell auseinanderfallen, wie ich schon erwähnt habe. Und man sieht hier die Erdbeben vor Japan in 2007, aber was interessanter ist, die haben eine Sichtung. Die haben einfach alles durchsucht, was zwischen 1928 und 2011 an Informationen
zum Thema Fischsichtung vorgekommen ist. Also auch wenn da irgendwie ein Fischer irgendwo was gesagt hat und das dann in die Zeitung gekommen ist, es gibt einfach keine Daten, keine wissenschaftliche Datenbasis oder so. Deshalb mussten sie sich behelfen. Und man sieht schon, dass in den ersten Jahren wahrscheinlich aufgrund von fehlendem Internet und der Verknüpfung von Informationen nicht so viele Sichtungen aufgetaucht sind. Das ist wahrscheinlich so vereinzelte Zeitungsartikel oder wenn mal jemand in einem Buch irgendwas geschrieben hat, was die gefunden haben. Und deswegen haben die ihre Sichtungen auch aufgeteilt, um dann später eine bessere Datenbasis zu haben. Und zwar, ich muss mal kurz in meinem anderen Paper gucken, weil das zeitlich nämlich zwei Teile, genau, die haben 1928 bis 98 genommen als eine Zeiteinheit und dann ab, wo das Internet steil ging, 1999 bis 2011, um dann zu gucken, was man so an Sichtungen da gefunden hat. Und ich habe mich mit der ganzen Datenbasis jetzt nicht so krass auseinandergesetzt, um jetzt diese ganzen Sachen nachzuvollziehen, wie die ihre Berechnung gemacht haben. Und du kannst gerne mal weiter nach unten. Also man sieht hier auf jeden Fall Japan und die Erdbeben. Was ich ganz spannend fand, das ist ein Erdbeben 2007 mit einer 6,8 auf der Richterskala. Aber ja, ich habe mich jetzt mit dem Ding nicht weiter auseinandergesetzt, ehrlich gesagt. Wenn ihr wollt, können wir es noch mal genauer angucken. Aber auf dem Bild bin ich nicht hängen geblieben. Ich habe weiter unten geguckt in dem Paper. Falls du mal runterscrollen kannst, André. Nee, André möchte was, der liest sich das jetzt durch, aber kann nichts dazu sagen. Ah, Also. okay, er hat was anderes getan. Noch ein bisschen weiter runter, bitte. Ja. Genau, und das finde ich jetzt da, dieses Balkendiagramm finde ich interessanter. Auf der linken Seite sieht man 1928 bis 2011 die Sichtung von Tiefseefischen, also nicht nur von dem Heringskönig, wann man die am häufigsten gesehen hat. Und auf der rechten Seite, und das finde ich echt krass, wie oft da Erdbeben in Japan ist. Und wenn ihr mal ein Erdbeben in Japan erleben wollt, dann fahrt doch im Juni und Juli nach Japan, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten. Das sind die Häufigkeit von Erdbeben zwischen 1928 und 2011 verteilt auf die Monate. Crazy, das sind 221 Erdbeben. einfach pro Monat 15 Erdbeben. Ja, naja, verteilt auf diese Jahre, aber schon, du hast also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, in Japan ein Erdbeben zu erleben. Und bei der ganzen Sache kann ich euch ja verraten, was da rausgekommen ist. Es gibt einen einzigen Fall, in dem man einen zeitlichen Zusammenhang zwischen einer Sichtung von einem angespülten Tiefseefisch und einem Erdbeben machen konnte, weil es geht dann in deren Berechnungen, wie stark ist das Erdbeben, inwieweit hat sich war der Bereich, in dem das stark aufgetreten ist, wo ist der Fisch gefunden worden, in welchem zeitlichen Abstand davor, währenddessen danach. Und da sind einfach alle, die haben erstmal alle Sichtungen mit reingenommen und dann kommen in diesen folkloristischen Informationen auch so Sachen vor wie 3 Monate vor dem Erdbeben ist ein Fisch angespült worden. Das muss ja in einem Zusammenhang stehen. Nein, Das ist ein eher Omen, nicht. oder? Ein Es ist, Omen. ja, der Fisch ist ein Omen. Genau, ja. Also Omenfische gab es viele, aber nach Sichtung der zugegebenermaßen nicht ganz wissenschaftlichen Datenbasis, aber trotzdem aufgrund der Menge der Datenbasis kann man schon sagen, ja, okay, kann man Sachen feststellen. Es gibt keinen Zusammenhang. So, Tiefsee. Fisch, Heringskönig. Enttäuschend. Ja. Aber weißt du, woher dieses Gerücht überhaupt kommt? Nein. Wahrscheinlich, weil jemand diese Tiere selten gesehen hat und die sehen so krass geil aus, deswegen ja auch dein neuer Lieblingsfisch. Die sind ja einfach so besonders. Und wenn man so einen Fisch sieht, der ganz, ganz selten gesichtet, in den letzten 200 Jahren 250 Mal etwa, das ist nicht viel, dann fällt das irgendwie auf. Und wenn dann noch was Besonderes passiert, vielleicht liegt da der Zusammenhang oder so. Ich, ja,
Keine Ahnung, I don't know. Vielleicht müsste man da mal etymologisch gucken. Ist es Ja, also etymologisch? ich bin also nur so zu, also ich bin quasi auf den auch, also ich kannte den und diese Story und so, aber ich bin gerade quasi wieder auf den gekommen, weil er gerade in Kalifornien oder so, so einer angespielt wurde. Ah, okay. Hatte ich dir Ich den Link kann. bei dem geschickt? Ja, du hast. Ja, habe ich natürlich nicht ge. Ja, also gut, Habe ja, genau, ich. deswegen, also deswegen war ich dann irgendwie so, ey, Inga, Ja. den Fisch fand ich immer mal interessant. Ja, genau. Ich habe hier auch noch eine. Habe ich gerade in den Chat gepackt. Das ist eine Doku. Die ist auf Englisch. Warte mal, kann man da Untertitel auf Deutsch machen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist in der Doku, sind auch viele Heringsfische noch zu sehen und da sind Forschungstaucher vor Villefranche-sur-Mer, also in Frankreich. Die haben, das ist wieder interessant, vielleicht weißt du davon mehr, da gibt es so eine Boje, so eine riesige Boje, die relativ tief ins Wasser geht. Das ist ein Device, mit dem man die Farbe des Wassers feststellen kann, um dann Chlorophyllanteile zu messen. Und weil das so irgendwo, das bin ich wahrscheinlich selber, die Musik, nein, bin ich nicht. Oh, sorry, das bin ich. Ah, Entschuldigung. macht nichts. Du hast draufgeklickt auf den Link, ne? Ja, macht nichts. Also das ist so ein in der Tiefsee befestigtes Messgerät und da muss jeden Monat ein Forschungstaucher hin, der die Optik wieder sauber macht mit Bürsten. Und dieses YouTube-Ding, was ich da gerade reingestellt habe, das handelt davon, dass der diese Fische auch gesehen hat. Und davon sind dann auch Videoaufnahmen in dieser Dokumentation. Das ist wirklich faszinierend. Und da erklären die, weil der ja keine Zähne hat, sondern Plankton frisst, sie wissen nicht so genau, warum der jetzt da aufgetaucht ist. Aber natürlich bildet sich Plankton an der Kette, die in der Tiefsee verankert ist und an diesem Device. Und wenn die das sauber machen, dann ist das laut. Wenn da geschrubbt wird und das zieht sowieso viele Fische an und da ist dann schon mehrfach so ein Heringskönig aufgetaucht. Zumindest so, dass die den auch gefilmt haben. Und ich habe mir jetzt aber nicht die ganze Doku angeguckt, sondern nur Teile davon, die ersten 15 Minuten oder so. Genau. Ja, und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, müsstet ihr euch selber angucken, was da alles für Behauptungen aufgestellt würden. Am Anfang ist es auf jeden Fall recht seriös. Weil das ist, der Titel ist schon wieder so, ne? Dieser legendäre Fisch, der Tsunamis ankündigt, stimmt ja nicht, haben wir gerade schon geklärt. Ja, so viel dazu. Aber ich bin jetzt auch, also genau, ich habe jetzt gerade so ein bisschen in die Doku reingeguckt, tauchen, Ja. also einfach, weil mich die Aufnahme interessiert hat. Also die können auch, also die leben in der Tiefsee, aber die Ja. können auch an der Oberfläche sein. Die können auch, aber wahrscheinlich leben sie an der Oberfläche nicht so gut. Deswegen sind sie dann meistens auch über den Tod angespült. Es gibt eine Vermutung, dass sie da nicht so gut leben können. So. Aber dadurch, dass der nicht so super dolle erforscht ist, der Fisch, weiß man recht wenig über seine Gewohnheiten. Man weiß allerdings, und das ist jetzt Fun Fact, dass der linke Hoden größer ist als der rechte. Bei allen. Ja, bei den gefundenen, meistens hat man Weibchen gefunden, aber bei den Männchen ist der linke Hoden größer. Ja. Und sie sind die einzigen Fische, die Autotomie, also Abwerfen von Gliedmaßen, praktizieren. Und zwar ohne, angeblich ohne Gefahr zu spüren. Vielleicht einfach, weil sie nicht so größenwahnsinnig sein möchten, wie sie immer dargestellt werden. Jetzt fällt mir gerade, ich war gerade die ganze Zeit dieses Thema mit Sachen abwerfen. Ich war die ganze Zeit, boah, da gab es doch noch irgendein anderes hier. Jetzt ist es mir endlich wieder eingefallen. Und zwar gibt es da so eine Nacktschnecke, also so eine Untermeeresnacktschnecke, die kann ihren gesamten Körper abwerfen. Da bleibt nur noch der Kopf übrig. Die hat so eine Sollbruchstelle im Endeffekt am Hals und die kann ihren gesamten Körper abwerfen und dann Hatten wir wächst die da nicht irgendwie. schon mal? Nee. Ich habe auf jeden Fall schon mal was mit der gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, warum. Vielleicht für irgendein Kartenspiel. Das kann sein. Nee, ich hatte die mal im Podcast, aber noch nicht. Ja, abgefahren. Genau, da war die Ja. ganze Zeit im Hinterkopf war so, irgendjemand hat doch eine Sollbruchstelle jetzt.
Ja. Ja, es gibt mehrere Tiere, aber bei den Fischen gibt es nur den, von dem man es genau weiß, und dann noch einen anderen, bei dem man es vermutet. Ja. Easy. Ja, das ist mein heutiger Beitrag. Sehr spannend, Dankeschön. Jetzt habe ich voll Bock, diese Doku zu gucken. Ja, ist ja auch noch Zeit. Es ist ja früh. Man kann ja jetzt direkt im Anschluss die Doku gucken und uns dann später auf Plötzlich Wissen auf unserer Website über info@plötzlichwissen.de schreiben, wie man die Doku fand oder ob man weitere Fragen hat, die wir beantworten können oder sollen oder ob man weitere Gedankengänge hat, die zu irgendwelchen neuen Themen geführt haben, die wir mal besprechen sollten. Julia, du guckst doch nicht jetzt etwa die Doku schon? Oh, ich gucke gerade in die Doku. Ich sehe es in deinem Habe nur die Bilder angeguckt. Naja, genau, es ist schön. Man Das kann ist sich ein sehr gut toller mit dir Fisch, das ist unterhalten. schwierig. Ja. Ach so, hier, ne? Und weil du das Bild gerade offen hast, André, da steht, ne, dass das Foto sei angeblich in Laos gemacht worden. Ich glaube, wenn man da auf weitere Infos klickt, nee, das ist nicht aus Laos, das ist halt, das steht aber auch irgendwo da, dass das gemacht worden ist vor der amerikanischen Küste. Es sind keine Soldaten im Vietnamkrieg. Okay. Ja, das ist wieder so ein Fake News. kurz vorm Erdbeben. Ja, genau. Bididididim. Ja, nee. Da doch, da stand das doch eben. Da war es Crazy. bei dem, ja. Von 1996. Pazifik vor San Diego. Jawohl. 96. Genau. Mitten im Vietnamkrieg. Ah, Gott sei Dank war der da vorbei. Ja. Ja, haben wir noch irgendwas? Möchte irgendjemand irgendwas beitragen? Gibt es Fragen? Liebes Publikum. Hobbit, der Große, schreibt, dass Menschen eine Sollbruchstelle zwischen den Halswirbeln haben. Aha. Ach so, hat man in Frankreich alles klar. Guillotine. Ja, Ja, das Was hat man. man aber auch weiß, ist, dass ein kleiner Franzose mal einen Körperteil hatte, das dann später als Seepferdchen verkauft wurde bei Oh, stimmt. Sotheby's oder so. Richtig, das hatten wir schon mal im Stream. Das war schön. Also es gibt kein Foto vom Seepferdchen, aber viele Geschichten. Stimmt. Aber das ist die Größe eines Okay, es ist auch getroffen. Egal. Oh Mann. Ja. So. Das war ein Ja. kurzer Stream heute, aber dafür geballt mit Informationen. Ja, und jetzt könnt ihr die Dokumentation direkt anschließen. Ja, Solved Mysteries und jetzt machen wir Watch Party mit der Doku. Genau. Und freuen uns, wenn André bald wieder gesund ist und danken ihm, dass er den ganzen Stream gehostet hat und für uns da war, damit das Technische auch gefunzt hat. Und Gott, Türsteher gespielt hat. mein Deutsch ist so schlecht, seit ich nicht. Oh Gott. Ja, ihr versteht mich schon. Wir werden euch einen neuen Termin ankündigen, sobald wir einen haben. Ne? Aber nächste Woche kann man sich ja erstmal Hip-Hop mit Julia anschauen. Das taucht auch tief in die Materie ab, möchte ich bestimmt mal meinen. Zum Ja, Thema definitiv. Abtauchen. Ja, da ich stelle nur Fragen. Wir haben da Experten vor Ort, Expertinnen vor Ort, die Aber interessante Sachen erzählen. du stellst tiefgehende Fragen. ich stelle die Fragen und die erzählen mir Dinge. Ja, das ist gut. Nee, wird sicher spannend. Auf jeden Ja. Fall. Bis jetzt war es immer spannend. Also, Ja. gerne mal Cool. reingucken. Nächsten Dienstag ab 21 Uhr auf Arte Twitch TV. Auf Arte-TV auf Twitch. Was früher Ja, Sport gibt es ist. als Link. Genau, der Chat ist im Link. Der Link ist im Chat. Der Chat ist im Link. Im Link. Ja, der Chat ist im Link.
Und ich denke mal, André wird auch ankündigen, wenn er wieder, also einfach da mal bei Discord oder so auf reingucken. Gut. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Genau, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Viel Spaß mit der Watch Party und dem Heringskönig. Eine königliche Woche wünschen wir euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr da wart.